Ja, Freunde, so ist das mit dem Salzhering und nicht anders. Ach ja, wir starten ja schon die Aufnahme. Haha, wieder so mitten Shit, Digga. Willkommen auf Server International 1, Global Europa. Und mein Trinkpaket tropft gerade vor sich hin. Was soll das jetzt? Verdammt. Pascal, was gibt's Neues? Nicht viel. Vorgestern Zollstag. Kein Rabatt. Leider. Stimmt. Und heute ist Helix LF4 Day. Und da kann ich euch mal eine witzige Story zu erzählen. So witzig ist die vielleicht gar nicht. Vielleicht eher ein Armutszeugnis für andere Spieler. Ich habe ja jetzt angefangen erst auf dem Server hier. Und ich habe gestern. Und Pascal, du warst doch dabei. Wann war das? Vorgestern oder am Zollstag, ne? War das Vorgestern doch. und gestern. Genau, vorgestern und gestern. Zwei Boxen und so einfach mal so YOLO-mäßig geöffnet und einfach mal zwei LF4 Laser gekriegt. Ne? Einfach mal so. Zwei LF4. Easy. Einer ganz Iris, aber zwei LF4 Laser. Mehr als wahrscheinlich manch anderer hier auf diesem Server, wie es aussieht. Und wir waren gestern lustigerweise auch zusammen jagen. Und das hat auch verdammt nochmal funktioniert. Ja, das war Also, lustig. so bekloppt. So, hier mit meinem kleinen Account mache ich ja nun nicht mit X3 nicht wirklich den Mega-Damage. Aber es hat gereicht. So mit X3, glaube ich, 10k, 11k maximal. Oh, meine Nase bringt mich gerade um. Was soll das? Puh, ich geh weg. So, hier mein Skylab gerade. 7, 7, 7, 1, 7, 7, 8, 5, 5, 3, 3, 2. Wird alles geupgradet, gerade außer das Xenomodul und das Promerium und das Proben, weil ich dafür keinen Shit habe. Leider. Ne? So, und heute ist auch Mega Happy Hour, heute um 20 Uhr auf dem internationalen Server 1. Das weiß ich noch, das war nämlich letzte Woche auch. Und da wird sich ein Bett gegönnt und ein Gate, wahrscheinlich. Mal schauen. Ja, Rohstofftransfer wurde ja abgeschlossen. Ja, und wir waren gestern halt fleißig beim Schießen. Ich habe jetzt 17,1 Millionen Erfahrungspunkte. Ich kann eigentlich auch auf 1, auf 1,8, oder? Ja. Ja, ich schieße gerade die Bossspanne und noch eine Quest. Ja, ich muss jetzt eh erstmal auf 1,8 und dann mal schauen, ob ich hier meine neuen Quests mir holen kann. Läuft bei ihm. Es ruckelt mal wieder ein wenig. Mein PC ist gerade aufgewacht, wie es aussieht. Auch schön, ich sehe hier so im Ruckeln, so der. Der Antriebsstrahl so klack, 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 klack. Einfach mal so eine Löcher zwischendrin, so eine Antriebslöcher. Naja, Wengens beste Schiff, ne? So. Und vielleicht sind noch die ein oder andere Iris-Drohne heute drin, ne? Das muss ich aber mal sehen, wie es aussieht. So, das größte Opfer auf 4, 2 Sammeln von Boxen. Abfliegen von Koordinaten 1,4 besuchen Mordone, Sibo zerstören. Boah, ein Slot CPU 1, das lohnt sich ja richtig. Aber für die 2.500 Uri lohnt sich das. So, zerstöre Schiffe, Schiffe, Schiffe. Unruhestifter Schiffe. 20 Sibis und 5 Sibos und hier auch. ACM sind die Minen, ne? ACM 1, ja. So. Mission annehmen, Mission annehmen. Und das große Opfer nehme ich jetzt auch einfach mal an. Lass dich zerstören auf Map 1.4 ist sogar in der Quest beinhaltet. Wow. Aber kein Tarn-CPU. Ich würde gern getarnt auf 4.2 fliegen. Schießen dich nicht auf. Meins sind Alle alles ganz Botter. lieb da. Sind alles Botter. Nehme ich jetzt erstmal ein schönes Löffelchen Ei. Ich habe nämlich hier so ein schönes Ei. So ein Sonntagsei. Spreng. Ich sehe diese scheiß Steine, Alter. Komm. 7 Meilenstiefel. Lege eine große Zahl Strecke zurück. Schön. So. Komm gleich mal hinterher. Ja. Muss ja nur die Karten besuchen. Alter, ich kaufe mir jetzt aber im Shop. Ja. Das kannst du wissen. Ich kaufe mir jetzt im Shop so ein Einmal-Tarn-CPU.
Die 475 Juri, die es jetzt kostet, oder ist es ja extra, ne? Die es jetzt kosten würde, wenn es nicht extra wäre. Die habe ich auch noch dafür. Ja, heute sind übrigens die Schiffe, die Munition, die Extras, die Designs im Angebot. Yay. Juhu, Design. Beziehungsweise Beutekies im Angebot, wie es aussieht. Ja. Der Rest natürlich nicht. So möchtest du wirklich? Ja. Vielen Dank. Tarn dich. Und zwar genau jetzt. Nice. Ich bin Uri Geller. Alter. Wären 55% Rabatt, ey. Mit Rabatt und Premium. Easy. Ja, Rabatt würde ich mir dann auf jeden Fall kaufen heute, bevor ich dann einen großen Einkauf starte. Na klar. Ich denke, das sollte jeder machen, sich Rabatt kaufen, weil hier ist das Ding halt. Ich kann euch ja mal zeigen, wie viel hier eine Iris-Drohne kostet, ne? Und dann würde man vielleicht verstehen, wieso ich da jetzt keinen Bock drauf habe zu warten. Und der Zug kommt gerade auch bei mir im Hintergrund. Vielleicht hört man das ja. Bestimmt. Hört man. Easy. Und zwar ein LF3, 20 Millionen momentan, ist ganz günstig. Und die Iris-Drohne momentan 61 Millionen, ist auch noch ganz günstig. Gestern ging da welche für 180 Millionen über den Tisch. Ja, das ist Standard. Ja, eben. Und so viel habe ich gerade nicht auf der hohen Kante, weißt du? Meine 12 Millionen und dann ist gut. Ich habe mir eigentlich immer so gesagt, ich gehe nicht unter 10.000 Uri, aber dann habe ich gestern einmal noch hier eine Box und da eine Box aufgesammelt und ja. Dann war das halt so. So, 4.2 ist das oberste Gate hier von den dreien. Wenn man 6 Jahre lang EEC gewesen ist, nein, nicht 6 Jahre, 7 Jahre sind es dieses Jahr, dann weiß man das. Wenn man jetzt mal MMO ist. Ich weiß immer noch, wo meine Heimatfirma war. Und wie es da aussah. Lol. Ich komme VU. immer noch durcheinander. Alter, da kommt erstmal ein VU entgegen hier am Gate. So, hier sind wieder welche. So, 10 Bonusboxen. Das wird jetzt schwer, wenn hier so viele Leute unterwegs sind und sammeln. Überhaupt Nee, Bonusboxen zu finden, oder? Ah, die spawnen dann auch sind viele schneller, ne? Boxen. Ja klar, sind noch mehr, glaube ich, gerade. Pascal, du bist hier der Boxensammelerfahrene, ne? Du weißt das. Ich finde genug auf 4-1 und 4-2 und so. Wenn ich mal sammle, ne? So, eine Box noch. So dass halt pro Stunde bestimmt so 15k sind, drin sind. Da ist noch die letzte Box. So, easy. Besuche die Koordinaten 116, 40. Dann fliegen wir jetzt erstmal zu 116 und so ein Stück nach oben. Oh je, ich habe schon so ein Gefühl, das wird irgendwo mitten da sein, wo ich eigentlich nicht hin will. Das ist der nächste rote Punkt. 116 ist hier. Und ich suche einfach nur einen scheiß Postleitzahl, ne? Bei, um genau zu sein. Nein, noch keine. Moment, 116, 40 habe ich gesagt, ne? Ja. So, das ist einmal hier. 2020. Wahrscheinlich da hinten irgendwo in der Ecke. Oh, diese ganzen großen Pets, Alter. Scheißen Dreck. Naja, ich will mir heute Abend ein Pet kaufen dann, ja. Das Video wird auf jeden Fall vorher online gehen. Wer Bock hat, kann mir ja mal einen Namen für das Bett in die Au, hier ist ein Po. Au! Kommentare Ja, schreiben. der macht ja keinen Damage, was mit dem? Aber dass er keinen Damage Egal, macht, ich stirbst du ja krieg ihn. schön. Ja, jetzt hat er 80k gemacht. Hier So, hier ist ja noch einer, ey. Zwei! Ein Ike und ein Po. So. Weg hier. 40,95. So, besuche Map 1,4. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal auf mein Sternensystem. Ich bin ja jetzt hier. Wenn ich jetzt hier rüber jump, komme ich auf 4,1. Das passt ja. 4,1 ist sehr gut. So, und von 4,1 geht es jetzt gleich weiter auf 1,4. Ich sehe da so viel Rot unterwegs hier und Blau ist hier auch unterwegs und ich nehme jetzt nochmal ein Stückchen von meinem Ei. Schön mit Senf natürlich.
Ich gehe jetzt auf die 4-5, ob ich da irgendwelche Bosslader finde. So, Alter, das ist wie morgens hier beim Frühstück, Alter. Morgens. Na nu. Ruhe da hinten. Nein. Ich bin wieder famous. Glaube ich. Famos. So. 15 Mordern und ein Sibelen. 2.500 Laserschuss muss ich benutzen. Und ein Boss-Ibo 30.000 Schaden zufügen. Und dann muss ich mich plöppen lassen hier. Da kommen schon die ersten vier Mordos. Aber ich habe jetzt einen Rocket Launcher. Ich habe mir nämlich einen Rocket Launcher CPU. Oh Das hatte ich Gott! schon. Lol. Was ist bei dir los? RTR Ich habe mir ein Dings oder wie gekauft. die heißt? Das SMU? Keine Ahnung. Raketenkauf-CPU, weil man die EQ10 nicht so nachkaufen kann, leider. Das CPU macht das. Und deswegen muss ich da nicht drauf achten. Normalerweise auf meinem anderen Account hatte ich immer zwei Stück, eins eingestellt auf EQ10 und eins eingestellt auf die hier. Die 2026, aber ich denke, wenn ich anfange mit den Gates, brauche ich die nicht mehr, die 2026. Irgendwann. Nö. Nö, eigentlich nicht. Ne, denke ich nämlich auch. Ich habe noch 100.000 von den roten Raketen, von daher. Von den roten, Alter. Das ist auch schon ein Sibo. Nice. Blub. Find's schade, dass es so ein bisschen ruckelig ist. Kann ich aber nicht ändern. Oh nee. Silver Star 2012, easy. Ja, Wieder. Digga. Bam. Du bist der. Naja. Halt der, ne? Du bist der Macker schlechthin, Kollege. Sowas Gemeines. Das ist aber fies, Alter. Und so geht das halt hier tagtäglich, ne? Oh. Da macht's Klatsch. Jetzt können wir Oh, beschauen. der kriegt aufs Maul, der kriegt richtig aufs Maul. Es sind hier Schade. zwei von denen. Ja, egal, jetzt ist er, glaube ich. Lol, er macht Doppeljump. Jetzt stehen die Herrschaften hier echt an dem Kontrollpunkt. Ja, ein Jump, Alter. Dämlichen Lappen. Naja, das kriegen die alles noch wieder. So, die Drohnen nehmen immer noch keinen Schaden, das ist gut. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur ein Bug. Hoffentlich nicht, dann habe ich nämlich gerade keine Drohnen. So, hier ist ein Ich Russe. hab mir extra so ein Drohnenreparatur-CPU jetzt eingebaut, ey. Das Blöde ist, hier steht jetzt so ein russen Eges-Ding. Und ich kann nicht weitermachen, weil ich nicht weiß, was der will. Einfach mal wegfliegen hier. Da ist den Angriff auf Sibelone abgebrochen. Ja, schön. War erstmal Mordo, ne? Bei einem Sibo brauche ich auf jeden Fall. Vielleicht folgt er mir ja. Das wäre cool. Lol. Miss, 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 miss. Alter. Macht Spaß, oder? 500.000 Ehre oder so braucht man, ne? Dann bist du nicht mehr so hart oder so. Das war früher immer so die Legende, die es gab. Echt? Ja, je mehr Ehre, desto höher ist die Trefferchance, hieß es damals. Komm hier, gib ihm Mix 2, Alter. Mir egal. Ja, dann. Ja, 500k Ehre hat man ja dann den vollen Verkaufspreis von Erzen. Und ab da hieß es dann, man trifft auch mehr. Ich meine, da glaube ich jetzt nicht unbedingt dran, aber schön wär's. Natürlich. The God of Rivens. Es kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo ein Boss ist. Was da, Kim, oder was? Ja. Die sind uns doch gestern überall hinterher geflogen, die Viecher. Ich bin jetzt gerade 20 Mal schon um die ganze Map geflogen und nicht.
So, die Laserschüsse habe ich gleich verbraten. Jetzt. Muss man wieder Gate spielen? Ja, heute. Ja, ich nicht. Mega BO. Weil dein Gate-Doppler, den du ja vorausgesagt hattest, da kam ja nichts. Ja, ich hab drauf gehofft, aber vielleicht nächste Woche. Hoffe. Wenn es überhaupt Wenn noch ich die mal Kappa sowas spiele. gibt. Ja, denke ich schon. Es wäre natürlich scheiße, wenn es nicht so wäre. Meine 700 KU, die warten auf die Kappas. Ja, also dass Uri so dann schießen, ne? Wenn man sich die drei Gates aufstellt, kann man eigentlich nur plus machen, ne? Im Grunde schon. Und die immer wieder macht. Ich werde das mal ausprobieren. Wenn du Rabatt hast, ja. Ja, natürlich. Ich warte dann drauf einfach, bis Gate-Rabatt gibt. Ja, dann machst du auf jeden Fall plus. Sonst ist es halt so, dass du vielleicht so, boah, bei 10 Gates oder so merkst du dann halt schon, dass du vielleicht so 30, 40.000 plus gemacht hast. Naja, immerhin. Immer reinvestieren, ne? So wie in der Immobilienbranche. 187 TM. Branches. So, der hat mich eh gesehen, glaube ich. Das heißt, er wird mich jetzt gleich wieder hier wegholen. Und deswegen schieße ich jetzt so lange noch. Da ist noch einer. Jawohl. Ihr seid die Helden, Leute. Könnte nicht woanders nerven. Nein, nicht vor viel. Der Abend ist wieder leerer. Na, mal schauen. So, dann danke ich euch fürs Zusehen, auch im Sinne von Pascal. Da kommt noch einer, das gibt's doch nicht. Oh, bis dann. Tschüss.